Nach einer Abmoderation von ZDF-Host Jan Böhmermann gibt es Aufregung, denn aus seinem ZDF-Magazin Royal am vergangenen Freitag verabschiedet er sich mit den Worten: Liebe Dreisat-Zuschauerin, bitte nicht vergessen, nicht immer die Nazi-Keule rausholen, sondern vielleicht einfach mal ein paar Nazis keulen. Für diese Äußerung muss der Satiriker jetzt deutliche Kritik einstecken. Da fehlen einem eigentlich die Worte. Wir wollen trotzdem versuchen, ein bisschen drüber zu reden. Und zwar mit Hendrik M. Broder, unserem Weltkolumnisten. Guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Zunächst zu diesem Begriff Nazi sein. Das wird ja heute ganz neu definiert. Wer wird heute alles als Nazi diffamiert? Also praktisch und theoretisch alles, was nicht grün oder nicht hellrot ist. Sie sind schon Nazi, wenn Sie Zweifel an der Erderwärmung andeuten oder mit der Zuwanderung nicht einverstanden sind. Und die letzte Nazi-Erscheinung, das waren, glaube ich, dieselgetriebene SUVs in Kreuzberg. Also der Standard für Nazis ist weitgehend gesunken. Und wenn das alles Nazis sind, daraus kann man nur eins schlussfolgern: die eigentlichen, die Ur-Nazis, waren wahrscheinlich eine harmlose Bande. Schlimm genug. Jetzt sagt Jan Böhmermann, nicht die Nazi-Keule rausholen, sondern Nazis keulen. Was verbinden Sie mit diesen Worten? Er versucht ja auch schon wieder zurückzurudern, sich zurückzuziehen. Aber als Sie das erste Mal gehört haben? Ich war platt. Ich meine, dass Sie gerade über Cannabis berichtet haben. Ich finde, Böhmermann kann man sowieso nur im Vollrausch, im Drogenvollrausch ertragen. Ich finde ihn nicht witzig. Ich finde sein autoritärer Charakter. Er ist hochbegabt. Er weiß, wie man einen Gag präsentiert, wie man Pointen setzt. Er beherrscht das Timing. Aber hier hat er wirklich mit beiden Händen in die Kloake gegriffen. Er hat vorgeschlagen, nicht die Nazi-Keule rauszuholen, also Leute zu beschuldigen, Nazis zu sein, sondern die Nazis zu keulen. Und keulen ist immer der Fachbegriff für Tiere einschläfern, für Tiere umbringen, kranke Tiere, Tiere, die möglicherweise andere Tiere anstecken könnten, um Seuchen vorzubeugen. Und er kam wirklich auf eine satirische Interpretation des Begriffes keulen. Er meinte, das sei so etwas wie sich ein Runterholen, also ein Synonym für Onanieren. War mir neu, aber ich muss zugeben, in meinem Alter bin ich mit der Jugendsprache nicht mehr so ganz vertraut. Nein, er hat völlig daneben gehauen und nicht nur ist das ein absolutes No-Go. Ich weiß, es gibt viele Debatten darüber, wie weit Satire gehen darf. Da gibt es diesen berühmten Satz von Tucholsky, auf den sich jeder minderbegabte Autor bezieht, Satire darf alles. So ist es nicht. Es gibt auch Grenzen für die Satire. Aber das ist natürlich sehr flexibel. Ich erinnere an die Mohammed-Karikaturen, an die Diskussion um Salman Rushdies Buch, die satanischen Verse. Aber dazu aufzurufen, jemand umzubringen, ist einfach no go. Das geht nicht. Und was Böhmer offenbar nicht kapiert hat, ist, dass es gewisse Rechtsstaatstrukturen gibt. Es ist vollkommen klar, sie dürfen einen Mörder nicht ermorden. Sie dürfen einen Dieb nicht beklauen und sie dürfen auch eine Prostituierte nicht vergewaltigen. Das versteht sich alles von alleine, nicht für Böhmermann. Und das Schlimme daran ist nicht nur, dass er völlig daneben gehauen hat oder vielleicht nicht daneben gehauen, vielleicht hat er sich nur zur Kenntlichkeit entblößt, das kann auch sein. Es gibt dazu kein Wort vom ZDF. Die könnten sich dazu eigentlich äußern. Sie tragen ja die Verantwortung dafür. Sie sprechen das ZDF schon an und man muss ja sagen, das ist nicht der erste Skandal, nicht die erste verbale Entgleisung von Jan Böhmermann. Und es scheint so, der Mann kann tun, sagen, was er will. Es kommt vielleicht ganz kurz ein Aufschrei, dann rudert er ein bisschen zurück und dann ist alles wieder fein. Also warum kann dieser Mann sich alles, also wirklich alles erlauben, wenn das jemand anderes machen würde, sich vielleicht in die andere Richtung äußern, der wäre aber ganz schnell weg. Ich frage mich ja wirklich, warum ist das so? Der Mann kann ja im Endeffekt, niemand kann ihm was antun. Ja, Sie fragen die richtige Frage und das sind auch meine Fragen. Erstmal, glaube ich, hat er so einen Freilauf, weil er ein Staatskomiker ist. Im Prinzip macht er sich über alles lustig, was die Regierung ungut findet. Er ist in diesem Sinne kein Satiriker. Er witzelt nicht von unten nach oben, er witzelt von oben nach unten. Und das ist ein großer Unterschied. Und dann gibt es, glaube ich, im ZDF ein strukturelles Problem, nennt man das, glaube ich, heute unter Gebildeten. Solche Witzchen kommen öfter vor. Dunja Hayali hat öffentlich darüber nachgedacht, ob Tod den Juden oder Tod Israel strafbare Ausrufer sind. Und kam zu dem überraschenden Schluss, Tod den Juden wäre strafbar, aber Tod Israel nicht. Das ist Meinungsäußerung. Auch eine bekannte, anerkannte ZDF-Moderatorin. Da scheint irgendwas beim ZDF schief zu gehen. Möglicherweise berufen die sich alle auf Schlingensief. Christoph, glaube ich, Schlingensief. Mhm. Der hat mal eine Aktion gemacht, tötet Kohl. Das fand ich damals schon vollkommen daneben.
Aber in der ZDF-Redaktion ist man, glaube ich, erkenntnistheoretisch noch nicht so weit. Und Sie haben es gerade gesagt, stellen Sie sich vor, irgendein AfD-Simpel würde vorschlagen, irgendjemand zu keulen. Die Republik würde Kopf stehen. Der Präsident würde sich dagegen werden. Der Kanzler würde mit Konsequenzen drohen. In dem Fall geschieht überhaupt nichts. Und es kann sein, dass da die Ruhe vor der Sturm ist. Sollte man ihn absetzen, wäre ich der Erste, der dagegen protestieren würde. Weil er gehört kräftig abgemahnt. Ihm gehören wirklich die Löffel langgezogen. Aber ich würde, schön. Ja, ich würde ihn nicht keulen wollen. Das ging ja dann doch zu weit. Auf dieses Niveau lassen wir uns nicht herab. Genau das. Dafür genau kriegt er aber auch 650.000 Euro vom ZDF im Jahr. Ja, das noch hinten dran. Vielleicht macht ihn das gerade immun. Jemand, der so viel verdient, den können Sie wahrscheinlich gar nicht mehr bestrafen. Schlimm genug. Henrik M. Bruder, danke schön für den Besuch. Ich danke Ihnen.